will wirklich nur. Ach, der will eine Botschaft bei mir etablieren. Aha. So eine Pfeife. Man darf doch bloß Dreier haben. Kann man das eigentlich irgendwie durch Forschung noch erhöhen? Weißt du da was schon, Stefan? Was? Worüber habe ich gerade geredet? Achso, wie heißen die Dinger? Botschaften. Mehr bauen kannst du was? Ne? Das gibt's, glaube ich, ja. Ein oder zwei mehr. Okay. Colony ist erbricht. Militärwerft. Militärwerft, es steht überall da Militärwerft. Was ist jetzt damit? An diesem Assi-Planeten. Ach so. Geil. Also südlich habe ich ein anderes Imperium und nördlich habe ich einfach mal Gamma, also irgendwelche Alienrassen, die mich ficken wollen, dank genug Flotten und anderen Sachen. Ist meistens wow. So. Der Lemi-Continuum. Und die sind wieder Fleck. Wow, ich habe wieder Schiffe verloren. Schon wieder. Mir noch nie einmal passiert, seitdem ich das Spiel spiele, wohlgemerkt. Geil. Ich bin eingebaut. Cool, ich kann jetzt Amöben geißeln auch noch. Schön. Hatte ich das nicht eigentlich schon mal? Komisch. Egal. Ach ja, ich wollte ja noch ein Kolo. Ein Kolo-Schiff. Ja. Triebwerk. Wo denn das schon wieder? Na komm, macht mal die Piratenstation platt. Kann ich eigentlich auch die Sonnensysteme umbenennen? Ja. Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, kannst du. Sehen das dann alle auch so anders? Bist du nicht. Aber nur die eigenen, oder? Sonst wäre das ja ein bisschen frech. Ja, kannst nur die eigenen umbenennen. Ja, dürftest du dann, glaube ich, auch sehen können. Dann macht das ja auch Sinn. Hat das eigentlich, wie tief die Farbe ist von den einzelnen Gebieten, hat das eigentlich irgendeinen Einfluss? Also wenn auf der Galaxiekarte? Es gibt ja manche, die sind dann eher so richtig rot, dann sind welche nur so weißlich. Oder ist das. Kundetes Gebiet einfach. Ja, oder das sind halt irgendwelche, das sind halt diese leeren Flecken oder irgendwie sowas. Oder irgendwelche. Ja, ich meine innerhalb der. Das ist das, wo du schon mal warst, oder jemand von uns. Puh, okay. Das war knapp. Ah, das, also unter mir habe ich ein Gefallenesreich und über mir habe ich ein Gefallenesreich. Also ich, eins davon wird das Selimi-Kontinuum sein? Das ist nördlich von mir. Okay, okay. Dann weiß ich, wo du bist. Ich auch. Ich werde dort niemals hinkommen. Doch. Krass. Ich bin ja per Du mit dem Selimi-Kontinuum. Die sind herablassend mir gegenüber. Klasse. Na dann doch nicht so. Gregor, um dich mal noch ein bisschen zu ärgern. Gerade eine Piratenstation platt gemacht und ohne Schiffsverluste, aber ein Schiff mit einem Trefferpunkt nur noch. Das ist natürlich. Das ist mal Glück. Herzlichen Glückwunsch. Aber ganz ehrlich, ich komme halt dann auch nicht mehr hier unten raus, weil nördlich, also beide Ausgänge in Anführungsstrichen sind halt jetzt zu durch diese blöden Imperien. Na dann musst du dort entweder dich gut stellen mit denen, damit. Das geht nie. Wieso? Kannst du vergessen, das sind die Gefallenen. Also bei mir, ich bin schon mit 150 plus unterwegs bei denen. Das bringt trotzdem nichts. Du kannst trotzdem mit denen nichts Gutes machen. Die werden dir nie erlauben, niemals durchzufliegen und irgendwas. Meinst du? Ja.
Also mit dem Zellini-Kontinuum, ihre Meinung über uns ist bei plus minus null. Ja, da wirst du auch nicht durchkommen. Stimmt, hast recht. Ja, dann musst du die einfach besiegen. Bei mir sind die übrigens auch überwältigend. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir auch. Vor allen Dingen, Selimi ist ja auch gegen Versklaven. Ne? Mhm. Aber dank Xenopholie sind wir wieder Buddies. Ich, bei mir auch. Das ist das, was bei mir ein Pluspunkt ist. Das? Oh, das ist doch scheiße. Die Welten sind scheiße und... Wieso bin ich... Bin's wie gesagt ein bisschen zu klein, das ist zu wenig Planetenauswahl. Ach nee, wir hatten klein gewollt. Marco? Ja. Ja, wir haben acht, aber den Holst hier. Wisst ihr, wir haben darüber vorher geredet. Wenn jemand dagegen gewesen wäre, hätte er das sagen dürfen. Du hast gesagt, du willst klein haben, also haben wir klein gemacht. Ja. Ich hab gar nicht gesagt, klein haben. Nee, Marco. Danke, ihm. Marco. Ihr dürft das nächste Mal gern für euch selbst denken. Jetzt geht's auf einmal. Ach, die wollen mich doch veralbern. Eigentlich hier mit denen aus. Ist bei denen was Neues? Frühes Raumfahrtzeitalter immer noch. Ah, los, wird fertig. Insektoid sind die. Aha, Verrückte Sache gibt's bei denen hier. Wie lange dauert das mit der Forschung von den scheiß Kraftwerken noch? 25 Monate. Das haben wir die Pleite. Oh Gott, zwei rare Forschungen, die dauern auch sehr lange. Construction complete. Ein Schiff. Hyperraumantrieb dauert ewig. Oh, ja, das, wenn du das hast, das ist natürlich... nicht schlecht. Deswegen habe ich da auch gar nicht lange überlegt. Wo wollen sie denn jetzt hinziehen? Ist der Erlass ausgelaufen? Sehe ich schon wieder, der erste macht die Mücke hier. In 7 Monaten. Migriert wohin? Nach Xania. Das ist mein Hauptplanet. Na super, wieder zurück. Ist im neuen System wohl doch nicht so schön. Affe. Ach, deswegen habe ich so keine Energie mehr. Mein Kolonieschiff ist fertig. Planet kolonisieren. Forschungsschiff. Machen wir da hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Sitzt hier nämlich wirklich langsam ein bisschen eng. Bin sure. Ja, das war der Plan. Sorry, Stefan. Nee, passt schon. Du hast ja gesagt, du wolltest unten auf einen Rico haben. Richtig. Hätte sich eh nicht gelohnt, noch eine Militärstation hinzubauen und unten. Das ist zu... Planeten gab es ja keine. Ja, ich wollte halt in dem Fall jetzt wirklich dann hier die Mineralien mitnehmen. Ja. Wo hast du denn was gebaut? Außenposten.
Wurscht, dass mir das nie anzeigt. Ich glaube, da müssen wir. Ich glaube, das ist erst beim Bündnis dann, ja. Ich hätte gedacht, ich sehe deine Sachen irgendwie, aber ich sehe ja gar nichts. Ja. Nee, aber der war jetzt nochmal für mich ganz wichtig. Kostet mich 450, ob neu komplett mit Bergbaustationen auszubauen. Bringt mir aber plus 11. Nur ein Mineral gerade. Ich habe gerade noch ein Energie-Credit. Und minus 8. Ah, du baust gerade schon wieder ein Kolo-Schiff oder was? Ne, die Kolo ist schon gesetzt. Haben wir uns schon kontakttechnisch getroffen? Nö. Nö. Nö, dass ich wüsste. Du musst halt mit dem Stefan halt handeln. Stefan, willst du ein paar Mineralien haben? 1000? Für wie viel? 1000? 1000 für 1000 kann ich nie. 1000 für 1000 kannst du nie? Nee, so viel habe ich auch wieder lieber Mineral. Das steigt zwar wieder in 2 Wochen, können wir drüber reden, aber. Ey, du bist unterlegen, ne? In Flottenstärke und Technologiestufe. Ja. Hätte ich auch nie gedacht. Dachte, du hast hier übelst raus. Ich hätte Mineralien gehabt, von Anfang an. Nie. Ja. Eine Ausrede gibt's immer, ne? Deswegen. Ich ja getrennt nochmal woanders neu pflanzen quasi. Ja. Also, Uwe müsstest du aber eigentlich auch sehen, wenn wir Sternenkarten austauschen. Oder? Nee, wir sind uns aber noch nie über den Weg gelaufen. Ach, das würde trotzdem, weil ich habe zum Beispiel auch dieses Viral Kingdom, was du entdeckt hast. Mhm. Habe ich auch bei mir dann dementsprechend in meinen Kontakt. Okay. Müsste dich eigentlich da Marco auch haben. Vielleicht ist die Sternkarte noch nie aktuell genug. Omikron Aliens. Bin schon bei Omikron angekommen jetzt hier. Guck mal, unter Kontakte. Du warst doch Hutten, ne? Aber Hutten habe ich nie. Wir machen nochmal Sternkarten. Sternkarten. Incoming Transmission. Erstmal gucken, dass er hier auch kein Mist macht. Machen wir hier mal ein bisschen Gegner platt. Hast du jetzt das Wood-Kartell? Nö. Also vielleicht erforschen? Nee, also kann ich nicht erforschen, meine ich. Ich sehe ihn wahrscheinlich schon. Ist das hier Bevir? Ist das dein Hauptplaneten, oder? Nee. Ardos. Nö, sehe ich nicht. Komisch. Wer weiß? Man weiß. Lurians, aha. Hey, ich bin bei plus 0. Ist doch schon mal was wert hier. Ich glaube, ich hätte bei Forschung schon lange mal dieses komische Solarfeldzeugs für den Raumhafen machen sollen. Oh ja, das ist mit der ersten, die du machst am besten, ja. Ja, ich habe es aber immer ignoriert, leider. Oh, hast du deine Rivalität beendet, Stefan? Die haben ja gemacht, was sie wollen dort oben. Oh, was ist das immer? Ich habe die gesagt, ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Aber warum denn? Die haben gesagt, die wollen hier Rivalität. Und hast du gesagt, nö, so nicht. Die wollten bestimmt bloß ein paar Einflusspunkte sammeln. Das wird sein. Scheiße, ist meine Erforschungskorvette verschollen. Ja, ich dachte, die kommt irgendwann wieder. Also glaube ich, das Film ist bis jetzt immer zurückgekommen, nach ein paar Jahren. Kenne ich irgendwo her. Kann man eigentlich andere. Nein, die sind im gefallenen Reich halt reingeflogen. Ja, war bei mir auch so vor uns, ja. Kann man eigentlich andere Überlicht. Hä, aber ich sehe dich doch auf der Karte. Kann ich n. Hä? Mich? Ah, jetzt sehe ich dich auch. Das hat auch mit den Sternkarten gerade geklappt.
Aber ich hab dich trotzdem nie mit. Doch, jetzt hab ich dich hier. Wo ist es denn hier? Ist es so was? Was? Hat nix. Hast du jetzt dein Handelsabkommen mit Stefan oder nicht? Bis jetzt noch nicht, ne. Bin halt auch plus 3 Energie, darum will ich schon nicht. Ich habe auch plus 3, also das ist. Aber halt, ich krieg's auch gleich gebacken, also es ist, ich hab gleich meine Forschung fertig für die besseren Kraftwerke, also ist jetzt nicht so dringend. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt nicht alles total stört. Mal fragen, ob du bauen kannst, ne? Wenn die mehr kosten an Unterhalt, eventuell. Die Kraftwerke? Ja. Achso, die Energiekraftwerke. Ja, die meine ich ja. Ey, wirklich, wozu braucht man denn bitte hier viermal? Was ist hier los? Warum kann ich mir das nicht leisten? Welche, du murmelst gerade in dich rum. Ich hab mich nur gerade gefragt, warum man hier plus 4 Food braucht, also Futter halt. Ne? Das verstehe ich immer nie so ganz. Ja, was? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt auf dem einen Planeten plus 4 Nahrung sozusagen. Das brauche ich aber eigentlich gar nicht. Dadurch fangen mehr Leute an, sich anzusiedeln. Ja, aber die